Tim, wir haben hier heute jetzt über 90 Minuten einen echten Pokalfight gesehen, glauben wir. Es war ein sehr intensives Spiel, sehr kampfbetont. Leider nicht mit einem guten Ende für euch. Ja, wir haben sicherlich alles versucht in den 90 Minuten. Haben aber leider nicht die Entlastungsangriffe starten können, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und ja, letztendlich ist dann eine Flanke mal durchgerutscht. Am zweiten Pfosten, ich weiß gar nicht, wer das Tor dann letztendlich macht, ob Löwe noch dran war. Ja, ist dann natürlich auch bitter, sonst haben wir relativ wenig zugelassen. Dennoch war der Druck der Bochumer sehr hoch. Und ja, wir haben diesmal kein Rezept nach vorne gehabt. Zum Schluss hatten wir noch zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten. Wenn da wenigstens einmal der Ball aufs Tor kommt, schaffen wir bestimmt noch den glücklichen Ausgleich zum Schluss. Aber so war nicht mehr drin heute. Na, Daniel, wir haben uns schon nach der ersten Runde Pokal in Rostock gesprochen, habt es knapp weitergeschafft, jetzt hat es heute leider knapp nicht geschafft. Wie bewertest du das Spiel heute? Ja, also ich glaube, dass wir eine Reaktion gezeigt haben. Im Vergleich jetzt zu Karlsruhe haben wir auf jeden Fall kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale geworfen. Das war das, was wir uns, glaube ich, haben vor- ja, oder ankreiden lassen gegen Karlsruhe. Das war auf jeden Fall unter unseren Möglichkeiten, was das angeht. Das haben wir heute zumindest umgesetzt. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, geht die Niederlage trotzdem in Ordnung, weil Bochum ja, die bessere Mannschaft war, mehr Spielanteile hatte. Und ja, aber wie gesagt, wir haben alles versucht. Gerade was das angeht, das Läuferische, das Kämpferische, und darauf können wir aufbauen, und ja, Freitag geht es ja schon wieder weiter.